Hallo, geht's dir denn noch? Oh, das gucken wir uns gleich mal an. Das sieht ja richtig geil aus hier bei uns. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto Aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Ja. Leute, geht's noch? Schon wieder gewonnen. Also, ich kann es gar nicht deuten und auch gar nicht glauben, aber wir rocken hier einen Clankrieg nach dem nächsten. Und das alles vor allen Dingen nach unserer Umstellung, unserer kleinen Taktik, das heißt unserer eigentlichen Angriffstaktik, wie wir jetzt in den Clankriegen verfahren. Und wir gucken auch gleich mal rein. 37, 31, eigentlich sah der Gegner gut aus. Und ich hatte ja in einem Clash of Clans Video vorher von CK-Planung gesprochen. Man guckt sich die Leute ja auch mal an und stellt dann fest, oh, die spielen ziemlich hoch im Moment in den Ligen. Da wird man dann einiges von erwarten, was Angriffe angeht. Und dementsprechend hat man sich natürlich erst ein bisschen Sorgen gemacht. Aber die Sorgen waren völlig unbegründet. So gut hat der Gegner nicht angegriffen. Der Gegner hat schon gut angegriffen, aber wir haben wieder mal besser angegriffen. So muss man es einfach sagen, oder aber besser verteidigt. Denn wenn ich sehe, dass hier mal gerade so 1, 2 RH10er down sind, das heißt, der WWW8 ist ein richtiger RH10er, der Flash hat noch keine Infernus, ist also 9,5er. Und dann hier oben erstmal gar nichts ging. Der Henk hat einmal 3 kassiert vom 4er, das wird ein 11er gewesen sein. Und dann war es das hier oben auch. Da sah das natürlich auf der anderen Seite für uns viel, viel besser aus. Hier wurde einiges an Zehnern gedreiert und auch, ja gut, das waren jetzt hier die Neuner hier unten. Das war dann eher was für Ragnar und Horsti. Horsti hatte hier knapp 94% auf die Base geholt. Eigentlich war die schon down, denn das ist schon der zweite Angriff hier von Ragnar gewesen auf diese Base. Also nicht der zweite Angriff von Ragnar, sondern der zweite Angriff auf diese Base, weil Horsti halt ein bisschen Pech hatte bei seinem Angriff. Und mit der typischen Heiler-Riesen-Hock-Kombi und den Bolern dann noch im Backend macht er diese Base hier relativ locker. Ich meine, das ist natürlich auch für Hocks ein gefundenes Fressen hier, diese schönen Fältchen. Da können die schon durchhuppeln. Ja, okay, es gibt da mal die eine oder andere Falle wie jetzt, aber das ist dann auch nicht wirklich die Bedrängnis hier. Kommt jetzt mit dem Cleanup-Truppen. King wird gezündet und dann sind das hier auf die RH9 Base. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ich muss gleich mal nachgucken, ob das eine oder zwei RH9 Bases waren, die im letzten CK hier waren. So ein bisschen habe ich den Blick hier leider verloren. Liegt daran, dass ich ja auch mit AFA woanders gespielt habe und hatte da so ein bisschen mehr meinen Fokus drauf. Habe hier natürlich ein bisschen Gefahr. Das werden wir auch im Dorf-Update später sehen. Und aber in erster Linie möchte ich euch ja schöne CK-Kämpfe hier aus unseren Kriegen zeigen. Und darum geht es eigentlich auch in meinen Folgen. Also primär nach wie vor ist hier Clash of Clans, Clankriege bei und mit den True Warriors. Und das ist auch nach wie vor hauptsächlich meine Channel-Anliegen hier, dass wir hier schöne CK-Kämpfe sehen. Man kann das ja mitnehmen. Ich habe jetzt mal in einem anderen Clan gehört, wer guckt denn eigentlich YouTube-Videos über Clash of Clans, weil ich ja nun welche mache. Und ganz witzig, muss ich sagen, fand ich dabei das Argument, als ich mein Alter verraten habe, dass ich YouTube-Videos mache. Das ist ja so, als wenn ich schon tot wäre. Ich meine, Donald Trump ist Präsident geworden. Warum soll ich hier mit 51 keine YouTube-Videos machen? Ist mir echt ein Rätsel. Und natürlich gucken das hier Leute, denn man guckt sich Taktiken ab, man sieht hier viele Bases, man kann das unter Umständen in sein CK umsetzen und darum geht es eigentlich. Und natürlich, dass wir alle nach wie vor unseren Spaß dran haben und hier schöne Clankriegsangriffe sehen, schöne Taktiken sehen oder auch mal einen schönen Fail sehen, haben wir in der letzten Folge gesehen. Gibt auch schöne Fails immer wieder, aber hier waren das von Hocke auf den Zehner, der war jetzt nicht ganz so stark. Erst hatte ich mich so ein bisschen geärgert, dass Rocket den gemacht hat, weil hier kann man natürlich erstmal RH10 auf so eine Base lassen. Aber da wir nun 15er CK gespielt haben und hier die Sterne dann dementsprechend wichtig sind, in dem RH10-Bereich war das denn doch taktisch eigentlich ein ganz guter
Schachzug hier, was den Angriff angeht. Und wir schauen mal weiter hier, der WW8. Macht hier einen Angriff auch auf eine RH-10-Base, auch mit, ich hatte das erst gesehen, dass hier noch ein Inferno auch sehr tief steht, aber Level 1 Inferno und der Rest der Base ist noch nicht so hoch, hat natürlich Level 4 die beiden X-Bögen. Ich kann jetzt im Moment nur zwei sehen. Ach nee, hier unten in der Ecke ist der andere, okay. Da ist der andere, aber ich glaube, so wie ich das gesehen habe, war das noch ein Level 2. Jetzt wird natürlich gerade mal der Golem gebraten da von dem Single Inferno, ja, ist vielleicht dann doch, dass man da Riesen mitnimmt, denn dann muss der ja immer das, muss sich immer wieder neu aufladen, das Ziel wechseln. Ich sehe gerade, hier waren auch zwei Single drin und das ist dann eher für eine Masse an Truppen, also Hexen, viele Riesen, Valkyren gegen die Infernos. Der Drachen hier, ach der Drachen, Mann, Thorsten. Der Hund hier in der Clanburg ist da nicht wirklich so gefährlich. Der macht sich zwar immer ein bisschen Schaden, weiß ich gar nicht, was der macht, auf 460 oder 80 Schaden. Das ist dann auf einer Valkyrie, die hier mit 1800 Schaden rumläuft oder Hitpoints rumläuft. Nicht wirklich viel. Und er erledigt das jetzt auch hier mit seinen Helden. Nach wie vor finde ich, ich hatte es in der letzten Folge auch gesagt, sind das hier Schlüsselfiguren. Das sieht man hier jetzt wieder. Ja, Mädels und Jungs hier schaffen hier ganz locker noch das Ende der Base und damit haben es die Helden hier gerissen. Super Angriff von WW8 auf die Nummer 12. Wir gehen ein bisschen höher. Na, den Rocke, nee, den sehen wir hier zu oft. Wir gucken uns den Marcel an. Na, Marcel auch ein RH10 hier. Und hier sehen wir schon zweier Infernos. Mal gucken, was er hier gemacht hat. Ah, okay, auch ein Queen Walk vorab. Und als Clean-Up-Truppen dann sicherlich mit den Hunden und den Loons. Mal sehen, wie weit er hier kommt. Ich habe den Angriff, den habe ich live gesehen. Ja, den habe ich live gesehen. Ich glaube, die Queen geht hier ganz gut durch, schafft jetzt noch die Clanburg-Truppen. Ja, ist natürlich auch ärgerlich, wenn du dann außer Luft kommst und siehst, da kommen ja nur Lufttruppen raus. Da ist ja eigentlich nichts zu befürchten, außer dass du vielleicht die Queen in der Mitte irgendwie wegmachen musst. Aber jetzt entgegengesetzt der Feger. Da hatte ich eigentlich erst gedacht, das wird nichts. Ja, denn die Feger können echt nervig sein. Aber die Base hier ist so schön aufgebaut, dass die Loons hier richtig diese Bahnen abfliegen können. Das sieht man jetzt sehr, sehr schön. Und jetzt gehen sie hier dann auch einige schon den Weg in die Mitte. Der Hund geht schon mit in die Mitte rein. Und was ist das für ein Inferno? Ich glaube, das ist ein Multi-Inferno gewesen. War ein Single-Inferno. War ein Single-Inferno, glaube ich, hatte ich gerade gesehen. Und da steht der X-Bogen schön auf Boden. Der Tesla macht nur noch Punktschaden. Jawohl, gerade noch so geschafft, aber ich denke mal, die Masse an Lava-Welpen und Lakaien hätten jetzt auch den Tesla hier am Ende dann zugesetzt. Also angenommen, der wäre stehen geblieben. Das wäre nicht ganz so tragisch geblieben. Schöne 3 Sterne hier von Marcel auf die Nummer 11. Super gemacht. Ich muss mal alles schauen. Ja, wir können ruhig, ich zeige ja auch immer mal Zweier, auch wenn die Leute das nicht so gerne sehen wollen. Man will natürlich 3-Sterne-Kämpfe sehen, aber manchmal machst du halt keine 3 Sterne, machst aber trotzdem einen schönen Angriff. Und der Mojo war jetzt schon länger nicht dabei. Ich sehe jetzt auch, warum nicht. Ja, GZ zum 20er Warden, wunderbar. Das läuft auch bei Mojo ganz gut. Ich glaube, der ist jetzt auch dabei, schon für die beiden anderen Helden weiter zu sparen. Aber erstmal hat er sich wahrscheinlich gesagt, komm, ich mache den Warden erstmal mit Elex, seine reine Elex-Truppe zum Leveln. Den haue ich mir schon mal auf Max, dann muss ich mir um den keine Sorgen mehr machen. Und so waren das hier aber stabile 2 Sterne. Jetzt geht es nur noch um die Prozente. Und das sieht noch ganz entspannt aus. Hier die Riesen machen noch einiges. Da hat er am Ende sogar noch einen Sprung. Er springt hier mit 1, 2, 3 Sprung durch diese Base. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kein Freeze dabei gehabt, sondern nur Wutzauber. Und er hatte, glaube ich, einen Freeze in der Clanburg. Das sehen wir jetzt gleich am Ende, was da drin war. Und dann waren das hier, das waren gar nicht mal so wenige Prozente, sehe ich jetzt erst. Das geht ja noch richtig hoch hier, 80. Mal sehen, was der Bowler hier noch reißt. Schade, 80%. Aber jetzt sehen wir, was er in ACB hatte.
3, er hat einen Wut mit dabei. Ja, das sind ja 6 Zauber, 5 hatten er, 10 er hat also einen Wut mit dabei. Super, 2 Sterne hier im recht hohen Bereich schon, das haben halt die Gegner. Wenn wir mal hier auf unsere 7 gucken, den Hocker haben sie auch mit 2 Sternen belegt, aber danach wurde es dann sehr, sehr einsternig. Und danach haben wir halt stark nachgelegt. Der Norman hier mit dem 3 Sterne auf diese komische Base hier, okay. Ja, sehr kompakte Base. Man hätte fast sagen können, das sieht fast nach einer Schweinereiter-Base aus, wenn man die so auf 7 hat und schafft es irgendwie, die Infernos auszuschalten oder wegzufriesen, dass die Hawks das machen. Kann man sicherlich auch solche Taktiken mal wieder überdenken, hier als RH11 Max Hawks mit in diese Angriffe einzubauen. Aber die Bola-Kombi, die frisst sich hier quasi durch diese Base durch. Und dann waren das am Ende sogar starke 3 Sterne, also noch mit richtig massiv Truppen über. Jo, das ist top. So eine Base habe ich, muss ich sagen, auch noch nie gesehen. Man sieht ja schon viele Bases öfter mal oder mehrmals in den CKs, wo Leute sich aus dem Internet natürlich irgendwo Bases holen. Die wenigsten haben sich überhaupt mal eine Base selber gebaut. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht. Und das ist auch sehr aufwendig, muss ich sagen, sich da selbst Gedanken zu machen. Wie baue ich eigentlich was? Wie schütze ich hier meine Sachen? Beziehungsweise wie decke ich meine Sachen hier ab? Und deswegen wird hier oft kopiert. Da machen sich dann andere die Mühe. Aber kann man ja machen. Ich mache das auch sehr gerne, dass ich vor allen Dingen im RH9-Bereich mir immer mal wieder Bases schnappe, die wir nicht geschafft haben oder wo wir enorme Probleme hatten. Die nimmt man dann einfach mal, checkt die im nächsten Clankrieg aus. Und dann, wenn die dann hält, dann kann man die auch nehmen. Warum auch nicht? Aber während wir hier einen schönen 2 auf 2 sehen, also Maste als Nummer 2 gesetzt auf die Nummer 2 des gegnerischen Clans. Ah ja, ja, jetzt sehe ich es. Oh, okay, das sind viele Valkyren und Hexen noch mit drin gewesen, aber die sind schnurstracks in die Mitte auch rein. Über 2 Sprung durch. Und sorgen jetzt mit Queen für ein Cleanup. Jetzt sind es 50%, 54, 55%, okay. Ja, super Angriff, den hatte ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich war so ein bisschen andersweitig beschäftigt und nehme ja jetzt im Nachhinein auf. Der CK ist ja jetzt schon einen Abend alt und aktuell stecken wir in der neuen Suche. Und ich mache auch mal wieder einen Clankrieg mit. Ich habe gesagt, komm, mein King pennt jetzt noch 2 Tage, einen Tag. Haben wir sowieso bis zum CK-Start, dann hat er noch einen Tag oder einen Tag und 6 Stunden oder 5 Stunden, weiß ich nicht. Und wenn ich nicht am ersten Abend angreife, sondern mir bis zum Sonntagmorgen dann Zeit nehme, sind wir noch mal ein paar Stunden ins Land gegangen und dann haue ich halt mal ein paar Gems raus. Ist dann mal halt so und ich finde das jetzt nicht so tragisch. So, den Max hier, den haben wir auch schon länger nicht mehr im CK gesehen und aber er muss jetzt auch mal wieder ran und ich habe das, glaube ich, gerade schon gesehen. Das war natürlich eine ganz, ganz knappe Kiste hier. Mit, ich glaube, es waren 98%, die ich da eben gesehen habe. Aber das ist auch so eine typische Base hier, die sehr, sehr viele auch in den oberen Ligen haben. Und Max hat ja auch schon länger Legende mal gespielt und hat da sicherlich einiges an Base Designs auch mitbekommen und mit oder hat daran üben können letztendlich in der Legende, denn ich finde gerade die hohen Ligen, das sind alles CK-Übungsligen, weil man dort fast ausschließlich mit CK-Truppen angreift und kann dann natürlich ganz, ganz viele Kombinationen üben, ob das mal eine Hexe mehr ist oder eine Hexe weniger ist oder ein Bowler mehr oder was auch immer, eine ganz andere Clanburg. Da kann man dann ganz, ganz viele Varianten wählen. Man will natürlich dann nicht unbedingt viele Pokale verlieren, wenn man mal dort fehlt, aber ich denke, Max ist da erfahren genug gewesen, um diese eigentlich typische Ringbase hier zu machen. Ich mache mir natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen Sorgen um meine Ringbase, aber bisher hat die nur ein 11er gedreiert. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass ich nach wie vor auch von 10ern nur 2 kassiere. Wenn es ein guter 10er ist, kassiere ich sicherlich auch mal 3. Gar keine Frage, aber hier sehen wir jetzt, warum es 98% bleiben. Weil der Inferno leider in der Mitte bleibt. Schade auch. Sonst wären das hier nämlich 100% gewesen. Aber starker Angriff hier von Max auf den Mikael vom gegnerischen Clan.
Und so war das hier wieder ein gelungener Sieg für uns. Und wenn wir mal reinschauen in unsere Clan-Statistik, da gucken wir jetzt hier an der Stelle, dann sieht das richtig gut aus. Dann ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siege, nicht 9 Siege in Folge, wir haben ja einen Unentschieden dazwischen, aber 9 CKs am Stück nicht verloren, das ist richtig gut hier. Ich glaube, ich weiß aber noch nicht genau, ob das unser Bestergebnis ist, aber wir wollen das jetzt in das Zweistellige ausbauen und sind, denke ich mal, gut auf dem Weg. Die CK-Suche dauert hier schon wieder ziemlich lange. Ich bin hier ganz weit unten gesetzt. Oh Gott, sehe ich jetzt erst. Ich bin aber nicht mehr ganz der letzte Zehner. Sind noch welche unter mir? Okay, an 17. Das sehe ich ganz zuversichtlich. Und bei mir hat sich ja auch ein bisschen was getan. Mein Labor lief vorgestern Abend aus. Gestern Abend aus. Und also relativ spät am Abend, schon fast in der Nacht. Ich habe das trotzdem abgewartet, weil ich 8,5 Millionen hatte. Und der Magier ist die teuerste Truppe, die man mit Elixier upgraden kann. Selbst der Packer auf Level 5 kostet nur 8 Millionen Elix. Also der Magier hier ist mit 8,5 das teuerste, was man hier mit Elix, glaube ich, machen kann. Ja. Der Frost kostet auch 8 Mille. Okay. Und habe gedacht, komm, jetzt hast du es einmal voll. Hast 2 Wochen jetzt Ruhe, kannst ein bisschen mit Elex wieder vielleicht 1, 2, 3 Mauern machen. Und dann hast du vor allen Dingen wieder eine Max-Truppe mehr. Und deswegen habe ich mich einfach für den Magier entschieden. Fertig geworden sind bei mir die Drachen auf 5. Ich hatte ja gesagt, vielleicht muss ich mal einen 11er machen. Und dann könnte ich vielleicht mal meine 5er Drachen dafür einsetzen. Habe aber auch gesehen, dass so ein Drachenangriff, wenn man den dann mal eben ausbildet, auch schon mal eine Nummer ist. Ne? 42.000 und das mal... Wie viel macht man? 10, 11 Stück, glaube ich. Ne? 11, nee, 12 kriegt man mit. Das ist dann schon richtig viel Elex, was man hier raushaut. Und gerade wo ich ja so ein Geizknochen mit meinem Elex bin, wegen meinen Mauern, mache ich jetzt nicht am Stück hier die Drachenangriffe. Aber ich werde welche machen, ganz sicher. Denn in 12 Stunden startet das Drachen-Event. Das kommt mir natürlich richtig zugute. Mit meinen neuen 5er Drachen werden wir auf jeden Fall hier schöne Farm-Drachenangriffe sehen. Und ansonsten als Dorfupdate gibt es hier den letzten Magierturm, den ich heute anstoßen konnte auf Level, was sind die denn eigentlich? Auf Level 9, genau, die gehen auf 10 dann bei Rathaus 11 hoch. Und sonst habe ich, glaube ich, noch nichts weiter im Update. Mein King ist noch dabei. Wizard Tower, Archer Tower, der Archer Tower, den hatte ich aber vorher schon angestoßen. Und den Barbarenkönig, ja, ich gönne mir einfach ein paar Gems. Ich habe jetzt auch schon wieder etliche Sachen hier abgebaut. Und wenn man das verfolgt, ich gebe hier nicht ein einziges Juwel zurzeit aus, dann kann ich auch mal wieder ein paar investieren. Oh, da sehen wir eine Gembox, also gibt gleich wieder 25 mehr. Umso besser, dann kann ich den King hier nochmal locker einen Tag pennen lassen und noch ein paar Stunden länger. Und dann brauche ich sicherlich nicht mehr ganz so viele Gems, dass ich eben mal 2 CK-Angriffe mit dem mache. 168.000 brauche ich für den King. Das wird noch ein bisschen dauern, da muss ich mich noch ein bisschen ranhalten, weil ich ihn ja jetzt etwas eher dann auch wach mache. Und vielleicht schiebe ich doch mal morgen den einen oder anderen Schub hier mit rein. Aber sonst geht das ganz gut bei mir voran. Und ich hatte hier tatsächlich ja einmal 0 Elex, also kein Elixier mehr, weil hier gehen ja nur 8,5 rein. Und da fiel mir dann glücklicherweise direkt danach, jetzt muss ich mal gucken, welcher war der hier. Da fiel mir der hier vor die Nase. Ich hatte ja schon vorgebaut, hatte also nichts mehr, 0 Elixier. Und dann kommt hier so einer hier, das ist natürlich top. Also da habe ich mich auch gefreut, habe gedacht, ah, jetzt musst du nicht hier die halbe Nacht rumfarmen, dass du morgen früh wenigstens ein bisschen Elex hast, dass du ein bisschen was weitermachen kannst. Und das ist natürlich dann schon ein Angebot hier, was er mir hier macht mit 700.000 Gold, fast 600.000 Elex und die 3.748. Dunkles wollte ich ihm dann auch nicht gönnen. Und ihr seht das hier, die kleinen Grünen hier, was die hier reißen. Also es ist nach wie vor unwahrscheinlich. Mal eben noch das Rathaus weggesnaggelt und den Bestand von Dunklen erstmal auf Null gebracht. Und jetzt geht es noch, glaube ich, an so 1, 2, 3 Lager. Die kriege ich, glaube ich, noch. Dann war es das aber hier auch. Ich muss mal gerade gucken, mit wie viel ich hier dann effektiv rausgehe. Ja,
Ja, jetzt macht die natürlich ja Sachen. Die soll's ruhig machen. Das Elex-Lager noch und jetzt geht's natürlich dahin. Der King kriegt aber auch noch einen auf die Mütze. Der Bogenschützenturm macht jetzt leider ein bisschen zu viel Schaden. Und jetzt geht sie leider nicht zum Elex, sondern lässt sich jetzt befeuern und dann sind 650.482 und über 4.000 Dunkles. Also Top-Angriff, gerade wenn man so richtig blank war, konnte also gleich weiterbauen und ihr seht selber, funktioniert. Okay, ich denke mal, das war's hier bis zum Drachen-Event. Das war jetzt auch die zweite Folge am Samstag. Am Sonntag schaffe ich leider nur eine Folge. Das wird dann wahrscheinlich die Event-Folge werden, denke ich mal. Und vielleicht schon ein paar CK-Angriffe, denn wir spielen 30er. Und ein 30er hier in eine Folge reinbringen, das ist sowieso immer ein bisschen schwer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns dann am Sonntag mit einer weiteren Folge, wenn der Toto wäscht.